Still war die Nacht und der Mond beleuchtete das Westminster-Parlament in London. Doch im Laufe der Nacht wurde die Stille von Schritten der Königswächter unterbrochen. Sie durchkämmten das Kellergeschoss des Gebäudes und fanden schließlich im Depot von Thomas Percy etliche Fässer, die mit tonnenschweren Schießpulver befüllt waren. Diese Menge an Sprengstoff hätte ausgereicht, um das ganze Parlament in die Luft zu sprengen. Allerdings befand sich in diesem Raum noch eine weitere Person. Ein ehemaliger Söldner, dessen Augen von einer Gaslampe erhellt, die Wächter fassungslos ansahen. Er wurde an der Stelle festgenommen und als die Wächter seine Taschen durchsuchten, fanden sie eine Zündschnur mit einem Zündmittel. Sein Name war Guy Fawkes. Dieses Ereignis hatte aber auch eine Vorgeschichte, welche viele Jahre zurückreichte. Im 16. Jahrhundert fand eine Reformation der Kirche in England statt und die Engländer spalteten sich von der katholischen Kirche und somit auch vom Papst in Rom ab. Anschließend ernannten sie ihren eigenen König zum Oberhaupt der Kirche. Doch dieses Verfahren verlief sehr blutig und Katholiken, die sich dagegen auflehnten, wurden hart bestraft. Die Unzufriedenheit der katholischen Bürger führte dazu, dass sie sich an abgelegenen Orten heimlich versammelten und es wurden hitzige Debatten mit gefährlichen Ideen entfacht. Genau inmitten so einer Versammlung stand auch der charismatische, wohlhabende, katholische Edelmann namens Robert Catesby. Durch seine bisherigen Taten und seinen Einfluss spielte er eine wichtige Rolle in katholischen Kreisen. Mit dem Ziel, England zu rekatholisieren, verbündete sich Robert Catesby mit anderen streng katholischen Personen, wovon die meisten Catesbys Verwandte waren. Sie schmiedeten einen schlichten Plan, das Parlament während einer Versammlung in die Luft zu jagen und alle wichtigen Führungspersonen auf einen Schlag auszulöschen. Im richtigen Augenblick und mit ausreichend Sprengstoff sollte dies möglich sein. Deshalb brauchten sie eine Veranstaltung, wo der König mit seiner ganzen Familie, die Regierungsmitglieder und die mächtigen Lords zum selben Zeitpunkt an einem Ort versammelt waren. Zu diesen Tagen wurde verkündet, dass demnächst die neue Parlamentseröffnung stattfinden würde. Eine optimale Gelegenheit für Catesbys Verschwörung. Nachdem dieser Plan erfolgreich verwirklicht wurde, sollte die Regierung Englands in die Hände der Katholiken gelangen und mit Beistand der katholischen Kirche wieder aufgebaut werden. Dieser Plan von Robert Catesby fand auch bei seinen Kollegen Akzeptanz. Doch es gab ein kleines Problem. Niemand in der Gruppe hatte Erfahrung mit Sprengstoffen, doch es dauerte nicht lange, bis sie eine Lösung fanden. Denn Thomas Winter hatte noch Verbindungen zur Armee und so fand er einen geeigneten katholischen Sprengstoffexperten, Guy Fawkes. Unter seinen Freunden nannte man ihn auch Guy Fawkes. Am 20. Mai 1604 vereinbarten sie ein Treffen im Duck and Drake Pub mit Guy Fawkes, der jetzt zur Hauptrolle der Verschwörung wurde. Fawkes hatte lange Zeit als Söldner in verschiedenen Schlachten teilgenommen und war ein erfahrener Tunnelgräber und Sprengstoffspezialist. Doch nun mussten sie einen Weg finden, um sich unauffällig ins Parlamentgebäude hineinzuschleichen. Am Anfang überlegten sie einen Tunnel zum Kellergeschoss des Parlaments zu graben, doch es dauerte nicht lange, bis sie einen viel einfacheren Weg fanden. Denn im Untergeschoss des Gebäudes waren zahlreiche Kammern vorhanden, welche Kaufleuten und Adligen gehörten. So stießen sie auf John Wynyard, der so eine Kammer besaß und im Juni 1605 mietete Robert Catesby diese Kammer für einige Monate. Laut den Aussagen Guy Fawkes während seiner Folter lagerten sie Anfang Juli 20 Fässer mit Schießpulver darin und im Nachhinein kamen noch weitere 16 Fässer hinzu. Nun warteten sie auf den 5. November, an dem die Parlamentseröffnung stattfinden würde. Inzwischen verbündete sich Catesby auch noch mit weiteren Verwandten, seinem Schwager Francis Tresham. Denn mit dem Tod aller Regierungsmitglieder wollten sie gleichzeitig einen Aufstand im ganzen Land anzetteln. Hierfür sollte der streng katholische Francis Tresham zum Einsatz kommen, dessen Familie nach der gescheiterten Essex-Affäre im Jahre 1603 fast ihr gesamtes Vermögen verloren hatte und einen Groll gegen den König hegte. Doch Robert Catesby war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst,
dass er seinen größten Fehler gemacht hatte. Francis Tresham unterstützte die Verschwörung, doch über ein Thema machte er sich ständig Sorgen. Bei der Parlamentseröffnung würden nicht nur Protestanten, sondern auch Katholiken teilnehmen, und Tresham überlegte ständig, wie er die Katholiken warnen könnte. Letztendlich beschloss er, seinem Verwandten Baron Monteagle eine anonyme Mitteilung zu senden, damit er alle Katholiken vor der Explosion warnte. Doch das Ganze führte dazu, dass am 1. November die Nachricht schließlich bis zu König James gelang. Der König beschloss mit einigen Regierungsmitgliedern, dieses Thema geheim zu halten, um die Täter auf frischer Tat zu erwischen. Währenddessen besprachen Robert Catesby und seine Leute die letzten Details. Nach der Explosion sollte Guy Fawkes schnell nach Europa reisen und katholische Könige um Unterstützung bitten. Catesby und die anderen sollten einen Aufstand in London starten und dabei die Königstochter Elisabeth entführen. Einen Tag vor dem Anschlag begab sich Guy Fawkes in die Kammer im Westminster-Parlament. Doch gegen Abend ereigneten sich besorgniserregende Entwicklungen. König James befahl an diesem Tag, das gesamte Untergeschoss des Parlaments gründlich zu durchsuchen. Und so begannen die königlichen Wachen stundenlang alles zu durchwühlen. Doch sie fanden weder die Fässer noch eine einzige Spur. Allerdings fanden sie einen Mann, der in einer Kammer mit einer Öllampe in seiner Hand herumsaß. Auf die Frage, wie sein Name lautete, antwortete er mit John Johnson. Er erklärte den Wächtern, dass er ein Bediensteter von Thomas Percy sei und auf die Holzbretter, die dort aufgestapelt waren, achtete. Sie hatten die Fässer hinter dem Holz gut versteckt, sodass die Wächter es kaum bemerkten und sich zurück zum König begaben. Als der König erfuhr, dass alles in Ordnung sei, konnte er sich trotzdem nicht beruhigen und versandte später in der Nacht erneut eine neue Truppe, die alles noch detaillierter unter die Lupe nehmen sollte. Als sie die Kammer von Guy Fawkes öffneten, war der Mann, der sich John Johnson nannte, noch immer an derselben Stelle. Doch diesmal untersuchten sie die Holzbretter genauer und fanden dahinter alle Fässer voll befüllt mit Schießpulver. Zeitgleich durchsuchten sie auch Guy Fawkes Taschen und fanden eine Zündschnur mit einem Zündmittel dafür. Guy Fawkes wurde einer furchtbaren Folter unterzogen und nannte dabei all die Namen seiner Mitverschwörer. Nach dem gescheiterten Angriff tauchten Robert Catesby, Thomas Percy und die Wright-Brüder in der Nähe eines Dorfs in Staffordshire unter. Jedoch wurden sie dort am 8. November von den Regierungstruppen umzingelt und starben beim Feuergefecht. Die restlichen Verschwörer samt Guy Fawkes wurden gefangen genommen und Ende Januar 1606 nach der Hinrichtungsart für Hochverräter durch Hängen, Ausweiden und Vierteilen hingerichtet. Bei der Vollstreckung wurden die Täter am Hals aufgehängt und kurz bevor sie starben, wieder heruntergenommen, um sie dann lebendig auszuweiden. Dabei schnitt man ihre Genitalien ab und präsentierte es dem Volk, um sie anschließend mit den Innereien zu verbrennen. Zum Schluss enthauptete man den Verurteilten und zerhackte seinen Körper in mehrere Teile. Guy Fawkes wurde Zeuge, wie all dies seinen Freunden angetan wurde. Das Gunpowder Plot war eigentlich nur einer von vielen religiösen Konflikten in England im 16. und 17. Jahrhundert. Im Anschluss wurden sogar noch strengere Gesetze gegen Katholiken eingeführt. Dennoch brachte das Gunpowder Plot eine neue Tradition nach England. Jedes Jahr am 5. November findet eine Feier statt, in der Guy Fawkes Puppen verbrannt werden. Außerdem wurde 2006 durch die Verfilmung eines Comics eine Maske weltbekannt. In diesem Film trägt der Hauptprotagonist diese Maske und spielt eine Rolle, die von Guy Fawkes Geschichte inspiriert wurde. Ihr könnt euch für die unfassbaren Geschichten begeistern? Dann denkt daran, unfassbare Geschichten zu abonnieren und zeigt uns mit einem Daumen nach oben, dass wir euch mit den Inhalten unserer Beiträge spannend informieren.